Moin, moin, Freunde. Willkommen zum neuen Video. Heute etwas spontaner. Wir stehen hier bei mir vor der Garage. Ich habe gerade die Karre nochmal schnell mit dem Schnellreiniger sauber gemacht, denn wir machen gleich einen Ausflug und ich habe gedacht, wir nehmen euch mal mit. Ich warte gerade noch auf meinen Kollegen Ramon und dann geht's zu V-Triebwerk. Das sind Kollegen von uns, mit denen arbeiten wir bei Harley Bielefeld zusammen. Die haben heute 33-jähriges Jubiläum, so ein kleines Open House. Cooler Laden. Ich war selber noch nie da. Ist nicht sehr weit weg von mir, deswegen dachte ich, gucke ich mir das Ganze heute mal an. Die machen zum Beispiel so Sidecar-Umbauten, sprich Beiwagen für Harley-Davidson-Modelle. Bauen aber auch normal Harleys um, soweit ich das weiß. Und die haben auf jeden Fall ein Faible für alte Bikes. Die haben richtig, richtig geile alte Harleys. Da wird in Zukunft auch noch was kommen. Und wir gucken uns das einfach mal an. Wir warten jetzt, bis Ramon da ist und dann sehen wir uns gleich auf der Straße. So, Freunde, wir sind on the road auf dem Weg zu V-Triebwerk. Und Ramon ist jetzt da. Könnt ihr vielleicht da unten im Spiegel sehen. Fährt eine dunkelblaue Breakout, hat er sich dieses Jahr gegönnt. Schönes Motorrad. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wenn ich es nicht vergesse. Und der Weg ist wirklich nicht sehr weit. Wir sind so circa eine halbe Stunde unterwegs. Also es ist relativ bei mir in der Nähe. Nur Landstraße, schön kurvig eigentlich. Also kann man sich wirklich nicht beklagen über den Weg. Ich bin sehr gespannt. Ich war da ja, wie gesagt, noch nicht. Ich werde euch ein bisschen ein paar Eindrücke zeigen, was dort vor Ort so gibt. Die werden auch ein paar Aussteller haben. Also wir, Harley Bielefeld, sind auch dort als Aussteller. Ich bin heute natürlich nur privat da, da ich nachher noch zu einer anderen Geschichte fahren muss und dementsprechend keine Zeit habe, da heute am Stand zu stehen. Wir werden aber Demo-Rides anbieten, das heißt, bei dem Wetter werden bestimmt einige Leute mit unseren Vorführern eine kleine Runde drehen. Das freut mich natürlich. Und ja, gucken wir gleich auf jeden Fall auch mal, was wir da so für Bikes am Start haben. Und am meisten freue ich mich eigentlich wirklich darauf, mal die ganzen alten Karren zu sehen. Der Henrik vom V-Triebwerk hat mir da schon mal ein bisschen was erzählt. Die haben halt so richtig geile Sachen, ne? Also irgendwie so eine Flathead und also mit so Suicide-Shiftern und so, also noch mit Handschaltung, Fußkupplung und so ein Scheiß. Also richtig geil. Henrik hat mir auch angeboten, dass ich diese Bikes mal fahren darf, wenn ich das möchte, vor allem für ein Video. Und das machen wir auf jeden Fall auch. Ich werde ihn gleich nochmal darauf ansprechen, damit ich seine Zusage nochmal hier auf Video festhalte. Und ich glaube, dass das sehr interessant werden könnte, weil ich bin ja bisher nur diese neueren Harleys gefahren. Wahrscheinlich würde ich die nicht mal angekickt kriegen, ohne dass er mir eine Einweisung gibt. Aber wir werden sehen. Ich werde mir das Ganze angucken und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir vor Ort sind. Also laut Navi sind wir in einer Minute da. Das war ein ziemliches Gegurke jetzt hier am Ende. Ich glaube, irgendwie in Riedbeck war irgendwie was gesperrt. Weiß auch nicht. Aber hier in diesem Industriegebiet müsste das Ganze eigentlich sein. Also, okay, da sehe ich doch schon Motorradfahrer. Okay, ist doch schon ein bisschen was los. Gucken wir mal, wo wir parken können. Ein, zwei schöne Maschinen stehen hier. Da ist unser Harley Bielefeld-Dingen auch schon. Ja, ein, zwei Sachen dabei. Einiges mit Beiwagen, ne? Also deren Kunden hier. Auch schöne alte Maschinen. Finde ich nicht schlecht. So, parken wir mal hier. Ramon parkt wieder im Schatten wie eine. Ich kriege meinen Ständer nicht raus. Das kann man auch falsch verstehen. Ich zeige euch jetzt erstmal sein Bike gleich. Richtiger Einparkprofi am Werk da. Hauptsache Schatten, ne? Ich habe den Leuten gesagt, ich zeige denen einmal dein Motorrad. Also wir haben hier eine Breakout, 114er Motor, Jacqueline Hyde dran, andere Griffe, kleine Blinker vorne, hinten, seitlicher Kennzeichenhalter. Avon-Reifen sind schon drauf. Wird aber noch ein bisschen was gemacht. Ein paar Teile kommen schwarz, ein paar Cover kommen dran, aber ich glaube, das macht er im Winter. Gebe ich euch dann mal ein Update. So, wir sind jetzt angekommen. Wir gucken uns das Ganze hier jetzt mal an. Mal schauen, was die hier so haben. Ich zeige euch ein paar Eindrücke. Ich habe auch die große Kamera dabei. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch. Oh, guck mal hier, was steht denn hier, Ramon? Ich glaube, ich muss da noch mal schauen. Moin, wie das aussieht hier bezüglich Schröder-Teams und so. Ich zeige euch mal hier was richtig Feines. Boah, der sieht so geil aus, ne? Ich da so einen Ständer. Ich finde den so geil. Genau so. Aber was ich hier jetzt wieder nicht verstehe, das habe ich mich schon öfter gefragt. Guck mal hier, der hat nicht den Dark Horse Spoiler hinten drauf. Ich habe das jetzt schon öfter gesehen, dass bei den deutschen Dark Horse Modellen nicht der richtige Spoiler hinten drauf ist oben. Weil eigentlich hat der einen anderen drauf. Ganz komisch. Ford Deutschland hat vorgestern ein Video gepostet, wo der drauf ist. Also irgendwie, weiß ich nicht. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom neuen Mustang haltet. Also ich finde den Dark Horse richtig geil, muss ich sagen. So, Freunde, ich habe mir jetzt einen Henrik geschnappt. Wer bist du? Henrik, hi. Henrik von V-Triebwerk. Und ich würde sagen, du zeigst mir mal so ein bisschen euren Laden. Ich bin das erste Mal hier. Klar, machen wir. Vorher brauche ich noch mal kurz den Kamerabeweis.
Wir beide werden demnächst nämlich noch ein anderes Video machen, genau, wo du mir mal eine kleine Einweisung gibst in die richtigen Harley-Modelle, oder? Genau, in die alten, was noch richtige Motorräder. Meinst du, ich krieg das hin? Das kriegen wir hin, denke ich. Ankicken, fahren, ankicken, ohne mich umzubringen? Ja, wir wollen mal hoffen, dass der Knöchel danach nicht ganz so dick ist. Das kriegen wir hin, oder? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen, du zeigst mir, ich lasse die Kamera laufen, dann können die Leute sich das anschauen. Und wenn die Interesse haben, einfach mal selber vorbeikommen, oder? Auf jeden Fall. Wir sind von Montags bis Samstags immer hier. Das kriegen wir hin. Ist jeder herzlich willkommen. Dann zeig doch mal, was ihr hier Schönes habt. Ja, hier haben wir jetzt einmal klar unseren normalen Verkaufsraum. Gebrauchtwagen oder Gebrauchtfahrzeugverkauf. Also hier läuft quasi so Alltagsgeschäft von euch. Alltagsgeschäft, so, ne? Ja. Also ist es bei euch jetzt, ich weiß es selber gar nicht, ist das Hauptgeschäft die Beiwagengeschichte oder eigentlich normale Umbauten? Also das Hauptgeschäft ist, wo wir uns auch wirklich drauf spezialisiert haben und auch jahrelang viel mit in Werbung gegangen sind, ist halt wirklich unser Beiwagen. Ja. Den bauen wir auch wirklich von Grund auf selber. Es wird alles hier im Haus gefertigt. Mit Rückwärtsgang und alles. Halt. Gut, der Rückwärtsgang ist jetzt halt ein Artikel, den wir halt zukaufen. Ja, klar, aber ihr baut wir bauen es selber ein und die Rahmen, Schwingkonstruktion, Boote und das bauen wir hier alles komplett selber bei uns im Betrieb. Hier wird alles selber lackiert. Wir haben eine eigene Lackiererei dabei, eine eigene Sattlerin. Also wir geben für diesen Beiwagen, für dieses Projekt eigentlich gar nichts außer Haus. Ist halt schon sehr geil. Ja, dann zeig doch mal ein bisschen. Ja, dann kommen wir hier einmal bei uns in die Werkstatt. Hier auch schön so ein bisschen auf diese alte Tür vom Harley-Schuppen. Ne? Hallo. Hier haben wir dann unsere drei ganz normalen Arbeitsbühnen für die normalen Umbauten, Inspektionen und Servicearbeiten. Ja, wo halt macht ihr auch Service? Wir machen alles rund um Harley. Was mit Reifenwechsel, Service, Elektrikprobleme, Motorüberholung bei älteren Fahrzeugen und alles, was dazu gehört. Wo ich den Umbau hier sehe, ne? Ja. Erzähl doch mal, was habt ihr hier vor? Also ich finde das ja extrem sexuell, muss ich dir sagen. Ja. Und ich finde sowas extrem geil. Und wenn ich mal in den Geldbrunnen falle, dann werde ich genau sowas machen. Ja, aber so viel Geld brauchst du auch gar nicht. Aber ich bin 26, ich habe schon die Lowrider S irgendwo, ne, muss man den Ball flach halten. Genau. Alles zu seiner Zeit. Aber ich zeig's mal, wir blenden gleich auch noch mal ein paar andere Sachen ein. Ich finde das richtig geil. Da jetzt so ein kleiner Tank drauf oder so. Da sind wir jetzt halt noch am Überlegen, ob jetzt halt ein zweiteiliger Tank drauf kommt oder ein einteiliger. Das sind wir jetzt gerade am Überlegen. Das ist jetzt einfach ein Projekt, was wir aufbauen, um es nachher zu verkaufen. Oder wenn jetzt irgendein Kunde reinkommt, der dann sagt, boah, da hätte ich jetzt Bock drauf, wo er dann halt auch Mitspracherecht hat. Ich möchte das so oder so oder so haben. Also ihr baut einfach mal, lasst euch so ein bisschen treiben und habt nur ein Grundkonzept und dann guckt ihr, wo das Ganze hingeht. Genau. Und manchmal haben wir dann halt auch Glück, dass ein Kunde reinkommt und sagt, boah, sowas in der Art habe ich mir vorgestellt. Wenn wir jetzt den und den Tank da drauf machen, den und den Lenker, dann ist das mein Moped. Und da haben wir jetzt Getriebe und Motor, ist beides komplett überholt. Der Rahmen ist einmal gestrahlt worden, geguckt, ob alles in Ordnung ist und neu gepulvert. Nicht schlecht, ehrlich. Klar, und es ist nachher ein altes Moped, was halt aber auf neuester Technik ist, mit komplett neuer Elektrik, alles. Das ist ja so ein bisschen mein Gedanke. Ne? Ich habe ja wirklich Bock, irgendwie in ein paar Jahren halt als Zweitmoped so ein Shovel-Ding zu machen. Aber viele Leute haben mir halt schon davon abgeraten und gesagt, ja, geh auf Evo oder sonst was, hast weniger Kopfschmerzen. Bei Shovel musst du den ganzen Tag schrauben. Nein, würdest du das unterschreiben? Nein, oder es ist sagen, halt klar. Klar, es ist ein alter Motor, aber ich selber fahre privat auch einen Shovel-Motor oder einen Pen-Shovel eher gesagt. Die Dinger sind halt auch alltagstauglich. Sie funktionieren. Klar kann bei so einem alten Motorrad ist halt ein Oldtimer auch mal ein Tropfen Öl drunter stehen, kann auch mal so irgendwas sein, aber es ist nicht so, wie alle immer sagen, boah, eine alte Harley, da musst du nur immer schrauben und da löst sich alles. Und klar muss ich bei einem alten Moped auch mal ein bisschen mehr kontrollieren durch die Vibration, dass sich nicht irgendwas losgerappelt hat oder was, aber im Großen und Ganzen ist so ein Shovel-Motor, finde ich, immer noch ein sehr alltäglicher Motor, wo ich auch wirklich jeden Tag mitfahren kann. Ich finde halt auch einfach generell, dass diese Aussage Bullshit ist, weil dann werden die Leute früher ja nicht damit gefahren. Genau, also früher sind die da auch, und ich würde einfach behaupten, früher sind die Leute noch wesentlich mehr mit Motorrädern durch die Gegend gefahren, weil kein Geld fürs Auto da war. Ja, und es waren wesentlich unbefestigtere Straßen, gerade in den USA. Genau. Die sind ja mit den Dingern nur über Schotter gefahren eigentlich. Genau, und darum, also so ein Shovel-Motor ist für mich nach dem Evo immer noch einer der schönsten Motoren, mit der sich vom Klang her wirklich richtig klasse anhört, ja, und ich auch richtig Spaß macht. Ich finde den einfach generell von seiner Charakteristik ist der einfach geil. Genau. Und andere Sache, die du auch einmal zeigen musst, ist das Bike. Genau. Weil die finde ich auch wirklich
Finde ich auch sehr geil. Da haben wir Panhead-Motor, ne? Genau, das ist eine alte Panhead im Starrahmen. Auch sehr schönes Motorrad, ehrlich. Hat sogar Alex gemacht, den Lack. Genau, den Lack hat Alex gemacht. Der Kunde hat sich die selber, der hat sich ein Projekt gekauft und hat die sich in diesem Stil eigentlich so selber umgebaut. Wir haben jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten dran gemacht. Ein bisschen Motoreinstellung, Vergaser und das alles. Aber den Umbau so hat der Kunde gemacht, wie gesagt. Und das ist ein guter Bekannter von Alex. Alex hat es lackiert. Ja, sehr schönes Motorrad. Was würdest du sagen, so jetzt, wenn es jetzt um diese Haltbarkeit geht und auch also generell alles, Charakteristik, alles, würdest du den Motor vorziehen oder würdest du den Shovelhead vorziehen? Nur dein persönlicher Geschmack. Also für mich persönlich würde ich persönlich den Panhead-Motor vorziehen, weil es einfach noch ein bisschen, hier ist halt auch nichts mit E-Starter, hier muss ich wirklich alles mit Fußkraft ankicken. Und so ein bisschen roher einfach. Genau, klar, und als Starrahmen, aber klar, da merkst du halt jede Bodenwelle und aber ich persönlich habe selber mehr an sowas oder Panhead auf jeden Fall mehr Spaß und ja, ist halt geil, ne? Aber es sind jetzt auch nicht um den Karren, mit denen du jetzt 5000 Kilometer am Stück fährst. Ne? Also zumindest heutzutage, sage ich mal, jetzt nicht mehr. Ne? Ja gut, man ist ja auch halt von irgendwas Neuerem was anderes gewohnt. Ja, ne? Wir sind alle verweichlicht, würde ich sagen, mittlerweile. Ja, es ist so. Aber sehr schön. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal einen Beiwagen an. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant. Genau. Ne? Jetzt haben wir hier auch einmal schön mit dem Anniversary-Lack. Genau, mit Anniversary, mit Fatboy Anniversary. Wo jetzt ein Beiwagen drankommt, wo der Beiwagenrahmen, der Grundrahmen schon da ist, der gepulvert ist, die Felge in der Schwinge schon eingebaut ist, wo jetzt wirklich dann nur noch die Streben, Bremssystem ist auch schon dran, wo noch zwei Streben fehlen und wo das dann nachher nochmal einmal alles genau ausgerichtet wird. Hier ist einmal, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, der Rückwärtsgang. Ja. Den ich dort mit dem Hebel einlege. Und was uns einfach immer wichtig ist, wenn wir jetzt hier einmal von der Seite gucken, dass wirklich immer, solange der TÜV mitspielt, immer wirklich dasselbe Rad, dieselbe Felge verbaut ist, wie es halt hinten im Motorrad ist, dass sich das nachher von hinten widerspiegelt. Ich muss sagen, ich finde das, ihr macht das immer sehr, sehr detailgetreu. Also das ist wirklich, wenn man sich die Feinheiten anguckt, wir haben ja auch bei uns einen im Laden stehen mit der Lowrider S. Immer wenn ich mir die angucke, denke ich mir so, krass, dir fällt immer noch irgendwas Neues auf wieder. Und dann steht hier V-Triebwerk drauf, auf irgendwelchen, also es ist wirklich sehr detailliert umgebaut, finde ich. Also find ich nein, super. Und was uns immer wichtig ist, dass es irgendwo nachher so aussieht, als wenn das schon immer so gewesen wäre. Als wenn es so muss. Genau, als wenn das eigentlich so fast ausgeliefert worden wäre. Ne? Vielleicht werdet ihr bald auch mal zu Gesicht sehen, wir haben noch eine Hydra-Glide umgebaut. Ist auch mit uns die, ne? Ja, die Revival, von, ne? Genau. Genau, ja. Und da bin ich mal gespannt, die ist wirklich richtig geil geworden. Ich habe die noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ja? Gar nichts von gesehen. Okay. Nur, also ich habe ja das Video gemacht über die, als wir die hatten. Ja. Seit wir die euch abgegeben haben, habe ich noch nichts mehr davon gesehen. Also wir können gleich mal einmal zu Yusuf gehen, da steht sie. Ach, die ist das? Ja. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ja. Ist die schon komplett fertig? Die ist komplett fertig. Dann gucken wir uns die auf jeden Fall gleich einmal an. Ja. Sehr geil. Aber also Werkstatt so von der Atmosphäre und so, ne, finde ich richtig geil. Ist halt alles ein bisschen auf Ich bin ja auch jetzt umgezogen und ich habe jetzt ein Büro bei mir in der Wohnung. Ja. Das versuche ich mir auch so ein bisschen auf diesen Oldschool-Touch einzurichten. Ja. Ich habe richtig geile Inspiration auf jeden Fall hier einrichtungstechnisch für mich. Gut, wir sind halt nach und nach weiter gewachsen. Werkstatt wurde immer irgendwo ein bisschen hier was angeflickt, da was angeflickt. Klar, es ist ja halt hier alles nicht, als wenn man jetzt bei euch in den Laden kommt, alles hochmodern Dürfte und auf den neuesten Techniken sind wir aber auch alle nicht, ich sag mal, alle Mitarbeiter oder die meisten Mitarbeiter, die hier arbeiten, die haben auch alle eher die Liebe eher zu alten Motorrädern. Das heißt nicht, dass wir die neuen Motorräder auch nicht können. Wir haben einen Tester, wir können auch in jedes Motorrad rein und können auch neue Fahrzeuge machen. Ja. Wir lieben dieses Rustikale einfach irgendwo. Ja, und, das muss ja auch das macht uns halt auch ein bisschen aus. Ne? So ein bisschen dieser rote Faden auch. Also genau. Du kannst ja nicht einen Ferrari bauen und dann, sage ich mal, das Ganze auf dem Schrottplatz. Genau. Ne? Also das muss irgendwie passen und ich glaube, bei euch ist das alles ein sehr schöner Einklang. Genau. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die Hydra-Glide einmal an. Ja, können wir gerne machen. Und dann würde ich dich auch entlassen. Du bist ja heute viel gefragter Mann. Und wir kommen aber dann auf jeden Fall nochmal vorbei. Ja, und dann machen wir mal ein geiles Video. Dann bringe ich einen Kameramann mit. Und dann wollen wir mal gucken, ob du auch alte Motorräder fahren kannst. Ob ich überhaupt Motorrad fahren kann. Genau. So, wir sind jetzt hier nochmal bei uns bei Harley Bielefeld am Stand. Yusuf ist auch am Stand, der vertritt uns hier heute. Haben wir den besten Mann hergeschickt für die Probefahrten. Was haben wir hier aber noch Geiles stehen, haben wir gerade schon mal angesprochen. Ja, das ist die Hydra Glide Revival Eimer, wo wir einen Beiwagen dran gebaut haben, was ich wirklich sagen muss, was wirklich sehr gelungen ist. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also vom Stil her, ich werde gleich nochmal die große Kamera raus und das richtig schön nochmal filmen. Vom Stil her passt das halt 1:1. Ne? Also das ist
Ich finde es richtig geil, vor allem auch mit dem Lacksatz wieder, ne? Also ja. Das ist ja, und auch diesmal die Ausstattung, die Lederausstattung wirklich zum Sitz und zu den Koffern angepasst. Wie habt ihr das mit dem Logo gemacht? Also das Original-Logo. Ah, ja. Sieht so groß aus, ich dachte erst, ne? Ne, das ist das Original-Logo, wo wir uns ein Spezialwerkzeug für gebaut haben, um die gerade zu machen, weil die ja für den Tank leicht gewölbt sind. Ja. Ist zwar immer ein bisschen Risiko, dass sie vielleicht an ein, zwei Stellen irgendwo leicht reißen können, aber... Ja, sieht gut aus, also nichts passiert, sag ich mal, ne? Also das ist schon geil geworden. Gerade auch hier, also habt ihr einfach quasi versucht, die Originalteile... Genau, das haben wir original bestellt und dann haben wir es versucht, so originalgetreu, wie es jetzt am Motorrad ist, halt im Beiwagen auch zu übernehmen mit dem Sitz und mit den Nähten und dass es wirklich auch so aussieht, wie wir eben schon mal gesagt haben, als wenn es schon immer da dran gehört. Also ja, die Scheibe vorne haben wir auch, wie bei der Hydraglide ist, nochmal an den Rot abgesetzt. Da hatten wir damals drüber gesprochen, genau. Ne, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und das ist geil geworden, finde genau. ich. Genau, das ist einfach so das, was es dann irgendwie so ausmacht. Ja, so die Details einfach. Genau. Ne? Ja, richtig geil geworden. Ja, Henrik, ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich auch vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart oder hier seid. Und sehr gerne. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal alle wieder. So ist es. Danke dir, ne? Bitte. So, wir sind jetzt wieder an den Bikes. Wir machen uns jetzt wieder auf, zurück nach Hause. Ich muss nämlich noch weiter. Ich nehme euch nochmal gleich mit auf der Straße und gebe euch so ein kleines Fazit zu dem ganzen Event. Also, viel Spaß. Da sind wir auch schon. Ramon wartet schon seit einer halben Stunde, weil ich mich hier erst einkleiden musste. Dann machen wir uns auf den Weg. Dann, beste Wetter. Also, ich glaube, mittlerweile haben wir bestimmt 25 Grad. Heute wird es richtig heiß, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt gegen Mittag auch schon zurückfahren. Wäre aber eigentlich gerne noch länger dort geblieben, muss ich sagen, weil es echt ein schönes Event gewesen und ich glaube, heute Abend, wenn die da halt ihre Party haben, dann wird das mit Sicherheit richtig cool. Allerdings hat meine Tante Geburtstag gehabt und wir haben, Mann, der blinkt auch mal ein bisschen eher. Und wir haben noch eine Familienfeier, daher muss ich nachher noch nach Dortmund fahren. Aber was willst du machen, ne? Familie geht vor, wissen wir alle. Wir sprechen jetzt aber nochmal darüber, wie ich das Ganze da fand. Kleines Fazit. Ihr habt ja einiges gesehen. Ich habe versucht, ein paar Eindrücke zu filmen und auch mir den Henrik geschnappt, dass er uns mal eine kleine Tour gibt von seinem Laden. Wir haben ja über ein paar Motorräder auch gesprochen und auch meine Faszination, was alte Harleys angeht. Also ich bin da echt mittlerweile richtig hinterher. So klar, die Lowrider S und so, das ist alles geil. Aber ich habe schon echt mies Bock auf so ein Projekt mit einem alten Bike. Ne? Also finde ich schon echt ein richtig geiles Thema. Und da war es jetzt nochmal schön, die Meinung vom Henrik auch zu hören und was er so sagt und so. Und ich glaube, da habe ich da echt auch jemanden an der Hand, der sich da gut auskennt in dem Bereich. Und generell sehr schön. Also der Laden war ja das erste Mal da. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Habe ich ja auch angesprochen. Also das ist ja so ein bisschen auch der Einrichtungsstil, den ich generell feiere. Alles so ein bisschen industriell, bisschen alt. Also wenn ich eine Werkstatt selber aufbauen müsste, dann würde sie genau so aussehen. Also finde ich 10 von 10 geil, den Laden. Super geile Motorräder da gewesen. Entspannte Leute, schöne Atmosphäre. Also hat mir wirklich gut gefallen. Wenn die das nächstes Jahr nochmal machen, dann bin ich auf jeden Fall auch am Start. Und kann ich euch auch nur empfehlen, dann mal da vorbeizufahren. Also ich bin zwar noch nicht ganz aus der Stadt raus, aber ich muss euch dieses bodenlose Kfz vor mir einfach zeigen. Was ist das denn für ein Kackfass? Also es ist anscheinend als Roller angemeldet, da ist hinten Mercedes-Zeichen drauf, aber das ist doch kein, ist doch nicht von Mercedes gebaut, oder? Obwohl so von den Rücklichtern her. Also ich weiß nicht, was das ist, aber ich sage euch eine Sache. Bevor ich sowas fahren würde, da würde ich lieber laufen oder zu Hause bleiben, ganz ehrlich. So, 100. Und endlich raus aus der Stadt. Also, was ich noch sagen wollte, richtig cool auf jeden Fall von Henrik, dass er mir die Chance gibt, vorbeizukommen und ein Video zu drehen bezüglich alte Karren fahren. Ihr habt ja gesehen, was sie da für geile Sachen haben. Flathead, Ironhead, Panhead, Shovelhead, das ist ja alles da, ne? Und genau das, wo ich aktuell so einen kleinen Fetisch für habe, weil Lowrider S ist geil und so, ne? Aber ja, da muss ich irgendwann was in die Richtung machen. Und ich freue mich schon, das mal zu fahren. Bin gespannt, ob ich es hinbekomme. Ihr werdet sehen, ich nehme euch mit. Ich hoffe, wir kriegen das noch dieses Jahr umgesetzt, dass uns das Wetter da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich werde ja mit den Teilen jetzt keine Weltreise unternehmen. Das heißt, selbst im Spätherbst oder so, wenn das Wetter gut sein sollte, kann man das alles umsetzen. Man kann sich ein bisschen dicker anziehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und der Henrik ist ein bisschen, sage ich mal, ja, entspannter als heute, wo doch jeder natürlich irgendwie auch was von ihm will. Und dann können wir euch noch mal richtig viele Sachen zeigen. Wenn ihr Fragen habt zu alten Harleys oder generell
auch an V-Triebwerk, dann schreibt das gerne schon mal hier in die Kommentare. Wenn ich nämlich dann dort vor Ort bin, werde ich hier nochmal auf diese Kommentare hier im Video zurückgehen und werde die Fragen dann mitnehmen und Henrik stellen. Dementsprechend würde ich sagen, das war auf jeden Fall mal ein anderes Video. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit auf so eine kleine Ausfahrt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn die Resonanz auf dieses Video hier gut ist, können wir das gerne öfter machen. Dann fahren wir zu mehr solcher Sachen, irgendwelche Treffen oder Open House Events oder vielleicht auch zu weiteren Partnern von uns, wie zum Beispiel Jekyll & Hyde oder so, mal eine Werksbesichtigung. Da gibt es ja ohne Ende Sachen. Dementsprechend, ja, ich sage sehr oft dementsprechend, ist mir aufgefallen. Aber naja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und ganz wichtig, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ist kostenlos, ihr könnt mich unterstützen und ihr seid sicher, dass ihr in Zukunft nichts mehr an geilem Content verpasst. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Haut rein. Was haben wir hier für ein Modell? Harley Davidson Lowrider S 117. 117 aufgrund der Motorgröße. Wir haben hier einen Milwaukee 8 Motor drin mit fast 2 Liter Hubraum.